Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Elden Ring. Ja, ich bin hier aus der Zukunft. Also hallo Monty aus der Zukunft, an Monty in der Vergangenheit und Zuschauer in der Vergangenheit. Also das Video hier kommt gute 14 Tage vorher. Warum? Es gab ein Patch, das jetzt aufgespielt wurde, was hauptsächlich eigentlich hier die Questline von Varé betrifft, einige Bugfixes drin hat und auch ein paar PvP-Änderungen drin hat. Und auf die werde ich jetzt mal so ein bisschen eingehen. Also wir waren ja hier, an der Stelle waren wir auch genau im Let's Play. Und da mussten wir für Varé hier 3 Invasions machen. Und wie es der Zufall will, hat es auch nicht geklappt. Weil einfach die Spielerzahl ein bisschen runtergeht. Oder ich vom Level her dann zu weit weg war in diesem Gebiet und so weiter. Und hier seht ihr dann schon eine Änderung. Man kann dann sagen, hey hier, ich will invaden. Ob das Koop funktioniert, weiß ich eigentlich gar nicht. Es hieß auch, das wird Koop funktionieren. Keine Ahnung, habe ich noch nicht getestet. Dann könnt ihr hier Invasion machen und ihr seht, ich bin jetzt an einer ganz anderen Stelle und plötzlich kriege ich hier so eine Invasion, also bin hierher, habe kurz gefarmt, weil ich nicht dort doof rumstehen wollte, habe dann hier eine Invasion bekommen und bin an einer ganz anderen Stelle dann rausgekommen. Also ihr könntet rein theoretisch bei Varé jetzt die Quest sozusagen leichter abschließen, weil man muss ja nur 3-mal hier invasieren, egal ob man gewinnt oder verliert, aber es gibt einen Nachteil auch gleich, das seht ihr auch gleich hier. Denn wenn man hier dann stirbt, liegen auch die Runen an der Stelle. Ich bin natürlich hier gestorben, wie soll es auch anders sein? Hier direkt aufs Maul bekommen, da war ich direkt weg. Ja, bin natürlich überhaupt nicht auf PvP jetzt ausgelegt, sag ich mal. Ja, und war mir auch gerade egal, ich wollte einfach nur mal gucken, wie das läuft. Und ja, da war ich ein bisschen irritiert und dachte mir, oh Mist, meine Runen liegen jetzt wo ganz anders und an einer nicht ganz ungefährlichen Stelle, in Anführungszeichen. Oder das kann ja noch schlimmer laufen, dass man irgendwo rauskommt, wo man vielleicht noch gar nicht war oder sowas, keine Ahnung. Weiß auch gar nicht, ob das geht, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich darauf nur hinweisen, da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Ja, und dann ist es auch noch so, ich habe mir hier mal gerade die offensichtlichsten Fakten halt rausgeschrieben. Also sie haben bei den Rivers of Blood Katanas, glaube ich, irgendwas verändert. Auch so ein bisschen PvP-Balancing. Ich kann euch da wenig dazu sagen. Und hier mit dem Bloodhound Step, ich weiß nicht, ob das das ist. Hier Finesse des Bluthundes, also hier der Special, was auf der Bluthundwaffe da drauf ist. Ich habe es jetzt hier mal ausgewählt. Irgendwie, das kann man nicht mehr so oft hintereinander spammen oder so irgendwas und ist halt abgeschwächt worden. Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob es die Fähigkeit hier ist. Ich bin ja echt nicht PvP-affin, sage ich mal. Bin eher so, wenn dann der Koop-Spieler. Aber mal sehen, vielleicht kommt da noch was PvP-mäßiges. Bin dann einfach mal hier so ein bisschen durchgerannt und da könnt ihr mir über die Schulter schauen. Ja, was gibt's noch Schönes? Dann haben sie illegale Items. Wenn man PvP gespielt hat, konnte man dem Spaß sozusagen unterliegen, dass irgendwelche Leute halt, einem irgendwelche illegale Items, die sie sich gehackt haben, wie auch immer, dann zugeschoben haben. Und das seht ihr jetzt, wenn das euch betrifft. Irgendwelche Unterhosen oder sowas habe ich gelesen. Und wenn euch das betrifft, dann habt ihr ganz klar in der Item-Beschreibung irgendwie so ein Error mit drin. Dann steht da ganz dick und fett Error und dann solltet ihr schon schauen, dass sie das Item löscht, weil FromSoft findet das gar nicht so lustig, dass das auf den Datenbanken da irgendwie rumliegt, diese Items, keine Ahnung. Also dann riskiert ihr auch rein theoretisch einen Bann, das nur so dazu, also würde ich die Dinger löschen. Ja, und da gibt es noch weitere Fixes und Verbesserungen, was eigentlich gerade so schwere Waffen und so weiter angeht. Man kann jetzt, ihr habt es jetzt noch nicht gesehen, aber in der Zukunft werdet ihr sehen, dass ich mich auch darüber beklage, wenn ich hier mit der schweren Waffe irgendwie so zuschlage oder mit dem Sprungangriff da irgendwie unterwegs war, dass ich dann zu langsam ausgewichen bin oder zu langsam, also der Zeitpunkt hat zu lange gedauert, bis ich einfach nochmal rollen konnte und das haben sie irgendwie auch so leicht gefixt, dass man da schneller jetzt halt eben dodgen kann. Ja, und dann seht ihr das hier beim Rumfarmen, ist mir dann noch das hier passiert. Ich habe den Kürbishelm hier gedroppt, das nur so dazu, falls ihr euch da wundert, was da gerade im Hintergrund abgeht. Ja, und dann gibt es halt die große, große Änderung, habe ich ja gesagt, ist diese Varé-Quest. Wir hatten sie ja mit diesem 3-mal Invasion, bla bla. Und wenn ihr komplett auf Online-Multiplayer verzichtet, gibt es auch jetzt eine NPC-Lösung hier. Das ist an der Stelle, die ich gerade gezeigt habe, hier im Altus-Plateau. Ich hatte hier gar nicht gewusst, wer sich mir hier in den Weg stellt, ob der mir vielleicht ein bisschen zu stark ist oder sowas. Ja, dann könnt ihr hier so eine NPC-Invasion machen.
oder halt eine Offline-Invasion bei so einem Typen hier. Und ich muss wirklich sagen, hier seht ihr es ja, Sturm, Blut, Ruinen im Altus-Plateau. Ich zeige es, glaube ich, gleich nochmal. Ist oben östlich so ein bisschen. Kann man eigentlich relativ leicht von verschiedenen Wegen aus erreichen. Ist kein Problem. Ich bin auch direkt dorthin durchgeritten. Das nur für die Leute, die mein Let's Play verfolgen. Und wir haben nichts verpasst. Alles, was irgendwie geglitzert hat oder groß war oder Damage gemacht hat, bin ich direkt durchgeritten. Einfach nur hierher, um das hier fürs Video zu zeigen. Und ich muss wirklich sagen, es lohnt sich. Einmal wegen der Varé-Quest, dass wir die einfach weitergemacht bekommen. Und hier gibt es auch noch eine echt schöne Stärke-Waffe, also eine schöne Waffe, die, ja, so unser Hammer 2.0 praktisch, den ich hier nutze, die Keule, die er hier hat, die bekommt man halt wunderbar, oder kann man gleich gedroppt bekommen, und die ist schon richtig geil, denn das ist eine schöne Keule mit schönen Blutungsschaden noch mit drauf, und wir haben noch einen Kriegsascheneinsatz, also können die auch noch schön umbauen, noch eine schöne Kriegsasche drauflegen, zum Beispiel auf Frost drauflegen oder was auch immer, oder das ganze Ding auch schwer machen, um noch mehr Damage zu machen, wie auch immer, müssen wir mal gucken, das kann auf jeden Fall eine recht interessante Waffe für uns werden. Ja, bin ich mal gespannt, wie sich das ins Let's Play dann einfügt. Jo, das war's eigentlich soweit. Wie gesagt, wir haben die Varé-Quest. Ihr seht auch gleich noch, wie die weitergeführt wird. Die Fixes und Verbesserungen. Manche Runen-Glitches wurden auch entfernt. Ich gehe da jetzt nicht auf alle ein, weil Runen-Glitches sind eh behindert. Die lässt man einfach sein. Sowas lässt man einfach. Muss ich einfach so sagen. Sorry für den Begriff behindert. Ich meine natürlich keine Vergleiche zu behinderten Menschen. Ganz klar, logisch. Deswegen habe ich gerade überlegt. Ist einfach so mein Sprachgebrauch. Sorry dafür. Also wie gesagt, ist eh nicht cool, das so zu machen. Glitches auszunutzen und so weiter. Da bin ich eh kein Freund davon. Und manche Glitches wurden einfach aus dem Spiel entfernt. Was hatten wir noch? Wie gesagt, die zwei Waffen. Ich glaube auch noch ein Zauber, der irgendwie genervt wurde. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt hier ein Nerf war. Also dieses Rivers of Blood und Bloodhound Step. Irgendwelche PvP-Nerfs letzten Endes. PvE wird man es vielleicht gar nicht so krass merken. Ja, diese illegalen Items, da halt aufpassen. Und halt hier mit dieser Koop-Geschichte, wenn ihr da irgendwie dann euch einladen lässt. Oder wenn ihr da invadet, so rum, dass ihr dann irgendwo rauskommt. Ob das Koop funktioniert, werde ich dann auch noch testen, oder ihr könnt es testen. Koop ist natürlich geil, einfach mal ein weißes Zeichen hinlegen vor Bossen irgendwo, keine Ahnung. Vielleicht kommt dann auch direkt so eine Mitteilung, ob ihr irgendwo anders auch mithelfen wollt. Weiß ich dann nicht, ob das so funktionieren kann. Wäre auf jeden Fall geil, wenn das so gemacht werden würde, wenn man vielleicht, das wäre echt cool, das könnten sie eigentlich mal ändern, wenn das jetzt nicht eh schon so ist, dass man dann automatisch ein Boss-Zeichen, so ein weißes Zeichen einfach, oder ein Koop-Zeichen einfach vor jedem Boss wird das dann gelegt oder so, wo irgendjemand in deiner Level-Skalierung ist, der sieht das Zeichen und kann dich dann einfach rufen und du hilfst ihm bei dem entsprechenden Boss halt eben, welcher Boss auch immer das ist, bis zu deinem eigenen Spielfortschritt. Weiß ich nicht, ob das jetzt so ist. Ich glaube es eigentlich nicht. Aber vielleicht ist es so, weil ich habe es kurz so gelesen, von wegen, das wäre auch Koop so. Aber das sind oft auch Übersetzungsfehler. Und da könnte damit gemeint sein, dass das PvP-Koop ist und nicht PvE-Koop. Also wenn ihr irgendwie andere invadet und dann euch dazu einladen lässt und so weiter. Also keine Ahnung. Werden wir sehen. Das sind so eigentlich die hauptsächlichsten Sachen. Eigentlich hauptsächlich würde ich sagen PvP-Änderung. Und hier diese Varé-Quest, die jetzt anderweitig fortgeführt werden kann, ist irgendwie auch noch ein anderer Dialog, der hier stattfindet. Jetzt müssen wir auf zur Jungfer. Das machen wir dann auch in einer der nächsten Folgen, dann in 14 Tagen, wenn ihr mich dann aktuell hier seht. Das war der Monty aus der Zukunft. Ich wünsche euch was. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, bis dann. Ciao.